Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ark Survival Ascendant. Meine Damen und Herren, unser Ziel am heutigen Tag ist es, einen T-Rex zu zähmen. Warum will ich plötzlich von Ankis und Agade zu einem T-Rex? Weil ich Bock drauf habe, Leute. Wir haben nämlich mittlerweile eine Flinte gecraftet und wir haben diese Betäubungspfeile. Eigentlich sollte ich doch mittlerweile die Power haben, so einen T-Rex zu zähmen. Und zur Verteidigung wäre der, glaube ich, auch derbe krass. Ich weiß gar nicht, ob der irgendeine Special Ability hat. Ich werde mir auf jeden Fall diese Flak-Rüstung machen. Dann selbst wenn er mich erwischt, sollte ich nicht zu viel Schaden nehmen. So, ich bin mal gespannt, wie viel Metall jetzt schon weggeburnt wurde. Ah, stimmt. Und wie viel Schießpulver und so weiter wir haben. Als erstes werfe ich das Metall mal hier vorne rein. So, zack, zack. Dann gucken wir doch mal. Hopp. So, wir haben 34. Okay, das ist deutlich weniger, als ich dachte. Also es brennt halt tatsächlich nicht wirklich durch. So, warte mal. Aber warte mal. Rüstung, Waffen, Munition. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Schießpulver. Das kriegen wir doch easy hin. So, 92 Schießpulver. Das ist doch eine nette Angelegenheit. Holz. Ah, die Holzkohle hätten wir nochmal mitnehmen können. Schnell nochmal rüber. Weil davon sollten wir jetzt ja doch schon einiges haben. So, Holzkohle. Ajo, das ist auf jeden Fall einiges. So, ich habe hier aber ein bisschen Schießpulver jetzt mitgebracht. Dann können wir nur 8. Achso, weil uns da die Metallbahnen fehlen. Ja, aber das ist doch geil. Da kriegen wir trotzdem mega viel von raus. Bräuchten vielleicht noch ein bisschen mehr Narkosemittel. Aber jetzt hätten wir schon 6 Pfeile. Boah, ich frage mich, nach wie vielen Pfeilen da so ein T-Rex liegt. Weil der muss doch von der... Also der müsste doch schon deutlich krasser sein als die anderen, oder nicht? Medikamente. Oh ja, wir können 47 Narkosemittel herstellen. Ich baller hier auch nochmal die Holzkohle rein. Weil dann mache ich hier nochmal frisches Schießpulver. Wofür braucht man denn das Zündpulver? Davon haben wir auch mega viel. So, ich muss mal ganz kurz gucken. In, oh ja, 1,5 Stunden. 14 Uhr habe ich Aufnahmetermin mit GLP. Leider nicht für Ark, sondern für den Podcast. Die Leute, die vielleicht das mitbekommen haben, es wird leider kein gemeinsames Ark-Projekt mit GLP geben und es wird dieses Jahr auch kein gemeinsames Sims-Projekt mit GLP geben, weil er halt operiert wird. Beziehungsweise ist es nicht mal safe, dass er operiert wird. Ah ja, warte mal, wir brauchen jetzt hier gleich erstmal das Schießpulver. Ja, weil er eben wieder extrem krank ist. Da hat sich, jetzt musste sich irgendwie 3-mal Antibiotika ballern. Wenn ihr es genau wissen wollt, hört euch bitte den Podcast an. Da erzählt er das alles, weil es war ein Durcheinander, sagen wir es mal so. Und ich hätte es mir auch gerne anders gewünscht. Es wäre halt cool gewesen. Ah ja, warte, wir müssen jetzt erstmal auf das Narkosemittel warten. Es wäre halt cool gewesen, wenn ich jetzt ein bisschen gedaddelt hätte und dann, ja, mit ihm vielleicht auf einer neuen Map nochmal komplett neu starten. Ah, das wäre cool gewesen. Also das hätte ich schon mega gefeiert. Ich muss auch sagen, ich hatte ja die ganzen Jahre wenig Bock auf Ark. Aber Survival Ascendant mit dem neuen dicken Grafik-Update und so weiter, das ist schon cool. Stimmt, Leute haben mich auch gefragt, was ich empfehlen würde. Survival Evolved oder Survival Ascendant? Ich glaube, weil ich glaube, Evolved ist auch günstiger. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, Ascendant ballert auch richtig. Also das will... Grafikkarten-Power ohne Ende. Das Gute ist, ich habe eine relativ aktuelle Grafikkarte. Ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht so viel Kohle hätte und einen geilen PC, dann würde ich Survival Evolved holen. Also mich hat die Grafik bei Survival Evolved nie gestört. Null. Das Gameplay ist das Wichtige. Irgendwas Cooles mit Dinos machen ist wichtig, aber doch jetzt nicht, ob die Grafik so geil ist. So, jetzt können wir hier nochmal Waffen, Munition... Perfekt, nochmal 11 Stück. Komm, Alter, die müssten doch reichen. So viele werde ich eh wahrscheinlich nicht wegballern können. Woher frisst er mich? Also jetzt wirklich. Ich hätte jetzt 17 Stück. Lass mal, wir gehen mal hoch auf 20. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass 20 schon zu krass sein wird. So, hier haben wir nochmal 12. Ich glaube, das reicht nicht mal. Mehr Mittelchen haben wir jetzt aber auch nicht. Schnappen wir jetzt uns hier nochmal ein bisschen Schießpulver. Ich weiß gar nicht, wie viel da für eine Munition gebraucht wird. Aber ich glaube, der limitierende Faktor ist eh das Metall. Ich muss mich wirklich einmal irgendwie gefühlt 10 Stunden AFK hinstellen, damit das ganze Metall durchbrät. Und nur 2? Krass, ein Schieß... What? Egal, jetzt haben wir aber, komm, wir haben 20 Stück, insgesamt sogar 21.
Da kann der blinde Paletto... Ah, nein, die Rüstung! Oh. Ach, Digi, wer braucht Rüstung? Ja, doch ich. Warte mal, was brauche ich für die Flak-Rüstung? 16. 13. 8. Okay, ich probiere es erstmal ohne und dann gucken wir mal. Oder ist das so smart? Das Ding ist, ich brauche ja schon hierfür 13, 8. Okay, warte mal, wir rechnen mal zusammen. 16, 13, 29, 29, 37, 37, 43, 53 Metall brauche ich. Und wir haben einen und hier sind 5. Ich sollte mir eigentlich nochmal so einen Schmelzofen craften, oder nicht? Was braucht ein Schmelzofen? Fasern, Holz, Stein, Feuerstein, Leder. Das sind wieder so viele Kuddelmuddel-Sachen. Ich hol mir jetzt einfach den T-Rex. Warum wird es jetzt eigentlich gerade Nacht? Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Oh Gott, das ist wieder so eine dumme Idee von mir. Wirklich. Das Problem ist, kriege ich schnell genug Stein? Ja doch, warte, Stein kriegen wir schnell. Wir kriegen doch hier alles. Na, guck mal hier mit ihm. Er hat sogar noch Stein drin. Da brauchen wir ein bisschen Leder. Meine Homies haben doch hier alle Leder. Guck mal hier, 183. Agade hat ein bisschen Feuerstein. Manuel hat noch mal ein bisschen Leder. Hier ist auch noch was. Dann fehlt noch Holz und Stein. Achso, Stein hole ich aus meinem Homie. Und Stegi. Wo ist der? Chillt der hier hinten? Stegi? Ja, da vorne. Moinsen, Digi. Es geht. Ich brauche einmal Holz von dir. Okay, Holz enden wir notfalls ja einfach noch in unseren Öfen. Ja, warte mal, baller hier mal kurz weg. Haben wir doch wieder 90.000. Guck mal hier. Oh, der Baum, der ist dick. So, guck mal hier. Nahkampf nochmal. Und das sind doch jetzt wieder ein paar hundert. Weil das ist auch ein dicker Baum. 207. 400. Reicht. Dann können wir sogar ein paar davon bauen. So, Schmelzofen. Können wir nur einen? Was ist der limitierende Faktor? Ach, die Fasern. So, Paletto, guck mal hier. Jetzt aber ab dafür. 4 Stück? Einer? Achso, wir müssen uns einfach nur den Stein holen. So, komm her. Da könnte man die Fackel nehmen. Oh ja, sieht doch schön aus. So, Schmelzofen nochmal 2. Ja, dann haben wir insgesamt 4 Stück. Das ist doch perfekt. So, wer fliegt mich jetzt einmal rüber? Agade? Jetzt ist aber wirklich dunkel. Vor allen Dingen ist es hier drin. Ich soll hier die Schmelzöfen platzieren. Ach, guck mal, kann man die... Ah, das ist ja cool. Nee, jetzt ist der... Nee, ich wollte ihn eigentlich anders stellen. Ach, nö. Egal, also warte. Ich sehe nicht, wo... Doch, hier ist vorne. Passt erstmal. Ja, hier, der muss mal... So, du kommst dahin. So, guck mal hier. Du kriegst ein bisschen Holz. Und du kriegst ein bisschen Metall. Okay. Können wir direkt mal entzünden. 2 Holz. Hiervon 1 Stack. Entzünden. Hier nochmal ein bisschen Holz. Und entzünden. Gibt's vielleicht... Warte mal. Es muss doch was... Da gibt's doch bestimmt was Krasseres als diesen Schmelzofen, oder nicht? War da nicht noch irgendwas? Artefakt, Feuerstelle, gemütlicher Kamin, ne? Sowas wie eine Schmelze. Doch, da war doch irgendwas. Stromgenerator. Ah, stimmt! Irgendwann gab es ja auch so einen Stromkram. Ja, das weiß ich, das war irgendwie nervig. An irgendwas kann ich mich da erinnern, Mann. Sturmgewehr. Ah, da Zement. Kühlschrank, Klimaanlage. Industriezerkleinerer. So, burn das jetzt. Guck mal, jetzt haben wir 4. Hier haben wir nochmal 27. Oh ja, das läuft doch jetzt an sich gar nicht so schlecht. Weil dann haben wir schon 38. Den Flakkram macht man wahrscheinlich hier drin. Rüstung, Metall. Ah ja, wir brauchen dann, das kommt mal hier rüber. Was braucht man noch alles? Ein bisschen Leder. Chillig. Und natürlich Fasern, die wir aber da oben haben. Cool. Guck mal hier, dann lass direkt mal einmal eine Brustplatte. Jetzt können wir auch direkt schon wieder gut was mitnehmen. Es war kein so blöder Plan, glaube ich. Zack. Können wir nämlich jetzt hier schon wieder reinballern. Und dann fehlen nur noch die Hände und die Schüchen. Dafür brauchen wir nochmal 5. 2. 3. Ah ja, haben wir. Dann nochmal einen extra. Einmal rein.
Und dann auch die Schüchen. Alles wieder rüber. Und dann sind wir komplett equipped. Zack, 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 zack. Alter, Paletto, du bist ja hier ein ganz wilder Ritter. Dann würde ich sagen, bin ich doch aber sowas von bereit, um jetzt mit Agathe... Oder nee, 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 nee. Wir machen es anders. Agathe ist zu wertvoll. Ich mache es mit Manuel 4.0. Doch, doch, doch. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Und Agathe ist hier... Agathe wieder zu beschaffen ist deutlich schwieriger, als Manuel wieder zu beschaffen. No front an dich, Manuel. So, du bist auf jeden Fall mal auf passiv. Wenn der T-Rex dich angreift, lass dich einfach fressen. Boah. Die Effekte da vorne sehen schon geil aus mit dem Licht und so. Oh, ein Spino wäre natürlich auch krass, ne? Vor allen Dingen da drauf so ein Sattel. Mit dem ist man doch auch so mega schnell, oder nicht? Aber ich glaube, der wird mich auch viel zu schnell fertig machen. Ich glaube nämlich, dass der echt... Da vorne wäre ein Spino, Alter. Soll ich es mal probieren? Okay, ich scheiß drauf, Alter. Warte mal, ne, ich muss ihn einmal auf einem sicheren Space hier oben. Ne, 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 nee. Du musst schon hier oben parken, bitte. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, soweit kann ich... Doch, man kann soweit schießen. Oh, scheiße. Holy. Holy, bist du schnell. Oh, Junge. Oh, Gott. Er liegt. Holy. Spino. Ja, Spino braucht Fleisch, Alter. So, Manuel, das hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Wir müssen jetzt aber einmal irgendwie warte mal, kann ich hier über dich rüber? Ja, sehr gut. Einmal den Spino als Leiter benutzt. Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Prime Meat. Dafür brauchen wir krasse Leute. Frage ist, wo wir die bekommen sollen. Von ihm hier? Bist du krass? An sich bist du ja krass. Aua, 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 aui. Okay, puh. So, snag ihn mal weg. Naja, das waren drei Raw Prime Meat. Wollte der und... Ey, ich glaube, der wollte uns attackieren, ne? So, du bist im Level aufgestiegen. Gönn dir mal ein bisschen mehr Nahkampfschaden. So, Brody. Ich hoffe, du wachst nicht so schnell auf. Rein mit dem Prime Meat. Boah, Gott, Alter. Sein Maul ist schon mies. Ich meine, wenn er gleich Hunger hat, dann würde er doch schön was wegsnacken. Ich guck nochmal, ob ich vielleicht nochmal irgendwo frisches Filet finde. Weil das wird ja irgendwie immer so schnell schlecht. Hier oben ist ein Stego, aber ich glaube nicht, dass es ein Stego-Filet gibt. Oh, was ist denn da Feines gelandet? Da würde ich ja ganz kurz mal... Ist hier irgendwie Action gerade unten? Nee. Mal ganz schnell ran. Oh ja. Stulpen, ja, nehme ich mit. Genauso wie die Pelzmütze. Nochmal zwei Schmelzöfen. Kartoffel, seltene Blume, eine Lupe. Okay, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. So, ab weg hier. Oh ja, wir sind auch ein bisschen überfüllt. So, Spino. Warte mal, ich müsste ihm dann im besten Falle Narco-Berries... Oder warte mal, habe ich vielleicht noch Narkosemittel dabei? Nee. Okay, das ist jetzt echt gerade ein bisschen... Auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen scheiße, oder? Sollte ich jetzt nicht gucken? Kann ich mit dir hier irgendwelche Sachen sammeln? Komm, du brauchst doch auch ein bisschen was Leckeres. Spino, Alter, was mache ich mit dir? Willst du das nicht mal essen? Warte mal. Übertragen? Ah, okay. Hätte ja sein können. Okay, jetzt mal Real Talk. Ich schieße da eher so ein Ding rein. Ganz ehrlich, wenn er halt nicht gezähmt wird, ist auch nicht so schlimm. Ich gucke mir jetzt nochmal Spino. Ich werde die hier sammeln. Das schaffe ich doch. Guck, da war doch sogar eine Narco-Berry. Ah, ein Affe. Hallo. So, warte mal. Ich gebe dir hier einmal verbrauchen, bitte. Aber das macht ihn nicht. Der hat ja keinen Bock drauf. Der hat ja mal so gar keinen Bock drauf. Wieso kriege ich den Spino nicht? Ist der so heftig? Ich muss wahrscheinlich gleich einmal in ihn reinballern. Da hat er 6 Fleisch. Vielleicht ist 6 Fleisch auch einfach zu wenig. Aber das macht auch keinen Sinn. Ich schieße nochmal nicht rein. Sorry, Buddy. Ich snack den Typen hier nochmal weg. Na, der gibt nur Fleisch. Komm schon, Spino. Mach doch nicht diesen. So, umgeklatscht. Oh ja, 2 Raw Prime. Komm mal her hier. Zack, zack. Oh, da ist auch noch ein Level Up. Hier gönn dir ein bisschen Ausdauer. Ey, warum? Was mache ich falsch? Warte mal. Ich bin doch hier gerade bei einem Spino, oder? Ja doch, ich bin bei einem Spino. Raw Meat ist schon... Ja, okay. Raw Meat ist jetzt nicht unbedingt sein Favorite. Dann lege ich das mal hier raus, Alter. Dass er sich auf jeden Fall das wegsnackt. Aber er hat ja noch Zähmung 0,0. Weil er muss das doch von alleine fressen, oder nicht? HP hat er zumindest noch gut. Da kann man notfalls ein bisschen
nachjustieren. Wir gucken mal nach da drüben noch mal ein bisschen. Hier, Stego. Das wäre auf jeden Fall immer frisches. Oh, was? Als ob hier liegt ein toter T-Rex. Okay. Bei dir kriege ich doch auf jeden Fall Raw Meat. Oder Raw Prime Dingeling. Zack, Alter. Das ist ja mal was ganz Frisches. Danke. Ist auch schon wieder bei der Hälfte. Haben sie was beim Spino umgeändert? Vielleicht bin ich auch wieder komplett Brain AFK und mache irgendwas falsch. Aber ich bin mir ausnahmsweise mal keiner Schuld bewusst. Weil ich habe hier wirklich... Das ist rohes Filet. Das ist was ganz Feines für den Jungen. Bitte. Ja, ich weiß, du hast ein gefürchtetes Mull. Das verstehe ich auch. Ist aber kein Grund, Paletto hier so zu disrespekten. Pup. Gut, warten wir mal ab, Alter. Leute, wenn wir auf den Spino warten, kurz Info in eigener Sache. Falls ihr noch was für Nikolaus oder Weihnachten sucht, schaut gerne auf Paletto.shop vorbei, falls ihr einen kleinen süßen Mini-Edgar haben wollt. Oder am 1. Dezember Mega-Mini-Paluten, 20 Uhr. Da ist der letzte Drop vor Weihnachten. Ja, schaut doch gerne vorbei. Spino, bist du jetzt wach? Oh, da ist... Ja, da ist ein T-Rex. Ja, aber allerdings auch... Oh, zu viel andere... Da sind, glaube ich, auch noch Raptoren oder irgendwas ist da auf jeden Fall. Ja, da habe ich keine Chance. Ich will jetzt an sich auch nicht zu gierig werden. Naja, der T-Rex hat den auch so easy weggemacht. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Alter, das waren nur diese hässlichen. Du musst doch mal Hunger haben, du hast doch einen riesen Bauch. Wo, 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 wo? Was war das hier gerade? Was war das hier gerade? Keiner rührt hier meinen Spino an. Du vor allen Dingen auch nicht. Hier der Dillo, Alter. Komm her, Junge. Ach, Spino. Ich will doch nur dein Kollege sein. Warte mal, was kostet denn der Spino-Sattel? Siliziumperlen. 45 Zement. Junge, woher soll ich das denn bekommen? Silizium. Ah nein, waren Siliziumperlen nicht irgendwo am Meeresgrund? Aber ich meine, wir haben eine Taucherbrille und so weiter haben wir ja. Und wenn wir nicht zu tief rausgehen, sind... Oh, ich hasse Unterwasser in Ark. Herr Spino, die leckeren Filets, die ich für Sie geholt habe, die sind bald gammelig, Alter. Mann, da ist ein T-Rex. Der ist zu heftig. Aber da passiert auch nichts. Seht ihr das? Aber ich gebe ihm doch nur das Feinste. Aber er kriegt auch irgendwie kaum Hunger. Nahrung ist komplett voll. Muss ich ihm irgendwas geben, damit er Hunger bekommt? Ah ja, hier steht aber... Oh ja, wir brauchen echt eher Fischfilet. Ich muss da gleich nochmal reinballern. Weil der ist ja Level 7 und mit Level 1 würde der irgendwie schon mega lange brauchen. Okay, warte, ich schieße einmal rein, aber der will ja auch so schon nichts fressen. Ja, aber woher soll ich Prime, also Prime Fish? Da muss ich doch bestimmt einen Megalodon oder so fertig machen. Das kriege ich doch im Leben nicht hin. So, ich schieße nochmal rein in den Jungen. So, komm, wir gucken zumindest mal. Ich wüsste aber auch nicht, wo ich jetzt saftigen Fisch herbekommen soll. Also unter Wasser werde ich definitiv nicht kämpfen. Und hier vorne sind ja Piranhas und so weiter im Wasser. Warte mal, ich pack dich mal hier. So. Oh Gott, warum mache ich sowas? Oh, das ist mir schon wieder... Ja, warte, aber hier ist doch... Guck mal hier. Komm mal her. Komm mal her. Gezähmt. Ja! Let's freaking go! Einfach ein Spino. Junge, jetzt muss ich... woher kriege ich Siliziumperlen? Das sind die wichtigen Fragen. Hallo! Guten Tag, Sir. Wie nenne ich den Spino? Ich nenne dich Stachelbert. So, Stachelbert. Vielleicht habt ihr noch einen besseren Namen. Schreibt den. Aber ist jetzt erstmal Stachelbert. Weil er da oben die Stacheln, keine Ahnung. So. Alle folgen. Ja, ja, ich bring dich erstmal nach Hause. Komm mit. Stachelbert. Oh ja. Das ist auf jeden Fall geil, weil der kann uns echt gut verteidigen. Oh, haben wir auch ein Level up. Vor allen Dingen auch unter Wasser. Der macht doch jeden Megalodon fertig, Alter. Und wenn Paletto da mit seiner Taucherbrille kommt und irgendwie den Sachen, dass er unter Wasser atmen kann. Stachelbert, komm bitte. Ja, guck mal, der kann doch jetzt hier auch perfekt, oh ja, hier einfach durchfliegen. Durchschwimmen. Ja, ja, der ist mega schnell. Und ich glaube auch nicht, dass er Beef hat mit so einem Megalodon. Falls doch, wirklich frisst er den einfach. So, endlich wächst das Rudel mal wieder. Ja, wunderbar. Hallo. Oh. Junge, du siehst so gruselig aus. So, ich, kurz mal alle stopp, alle anhalten. Genau, da chill mal. Ich will mal kurz gucken, wie viel Eisen wir haben. Wie er hier einfach durchguckt. Ah ja, geil. Alter, warte mal, 62. 63.
Nochmal 63. Okay, das ist cool. Ah, hier brauchen wir sogar noch ein bisschen Holz. Haben wir hier noch irgendwo, wo wir... Ja, hier haben wir extrem viel. Rein damit. Und wieder entzünden. Krass, wie viel, warte mal, wie viel haben wir jetzt? 227. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir dann an Siliziumperlen und so weiter kommen. Was bräuchte denn potenziell Rex? T-Rex-Sattel? Oh, guck mal, das wäre doch geil. Der braucht nur Leder und Metallbahn. Den holen wir uns auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert gerne den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop für Mini Paluten, Mini Edgar. Falls ihr was für Weihnachten wollt, schaut gerne vorbei. Oder Nikolaus. Leute, danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.